Hallo, meine sich durchboxenden Abfahrer und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschig-flauschigen Ründchen hier bei SnowRunner. Immer noch jetzt hier oben am Wachturm, wo wir uns letzte Folge entgegen jeder Logik natürlich hochgekämpft haben und es noch irgendwie geschafft haben. Und jetzt werden wir einmal noch ein bisschen weiter erkunden. Ich werde jetzt nicht Missionen wirklich machen. Ich hatte überlegt, da unten gibt es ja dieses Suchen, Finden, Retten Gedöns. Und den wollte ich jetzt mir nicht gleich nehmen, denn ich habe eine zu hohe Fehlerquote in vielen Bereichen mit unserem Lodi Hodi. Deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was? Wir gehen einfach nur ein bisschen auf Erforschung heute und können dann so ein bisschen vorbereiten, dass wir dann in der nächsten Folge wieder unseren, vielleicht Azov oder übernächsten Folge unseren Azov wieder nutzen können. Dann liefern wir die Bohrausrüstung ab und dann machen wir die nächsten Quests dann weiter. So ist bis jetzt der kleine Plan. Und wie, wo, was und Ananas, das schauen wir uns dann natürlich an, ne? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich so darüber komme. Vom Fahrfeeling her mit unserem hübschen Tankanhänger müsste ich hier lassen. Aber ich glaube, das ist alles voll mit Schlamm. Und Schlemmle ist schwierig. Ja, mit dem Schlamm, das wäre jetzt ein bisschen schwierig mit unserem Dicken hier. Ist Schlamm, ne? Oder sind es Steine? Ne, sind Steine. Aber trotzdem würde ich da meinen Dicken, den Dicken lieber nehmen. Jetzt nicht so viel mit der Mission. Wir machen wieder Mission ready und dann klügeln wir uns irgendwie wieder einen Plan aus, wie wir da irgendwo hin zulaufen können. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Neuen Anhänger entdeckt. So, Aufgabe anzeigen, annehmen. Jetzt haben wir mal die Verfolgung, genau. Jetzt musst du da hinten das machen und wir machen jetzt aber hier einfach mal Blam. Ne, warte mal. Blam, 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 blam. Blam, 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 blam. Genau, so. Dann haben wir den schon mal drin und dann können wir ja hier mal kurz gucken, was du hier so Feines in der Frachtverwaltung hast. Du hast mittelgroße Rohre, Betonblöcke, großes Rohr, kleine Rohre, Zement. Okay, so, dann haben wir das schon mal drin. Genau. Ich überlege gerade. Da haben wir ja nochmal einen Scout auflegen, da war die Wettervorhersage. Ich glaube, wir fahren dann den Weg hier erstmal dann geradezu weiter. Wir fahren dann erstmal geradezu weiter und schauen mal was. Und 100%, die werden wir dann auf Lolschke-Arten machen. Mit viel Glück und Dickköpfigkeit kommen wir schon noch auf hier auf die 100% irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder wir haben dann irgendwie in dem Moment ein bisschen Glück oder sowas. Das ist einfach. Das ist einfach. Das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. So, was ist das hier jetzt? Ja, jetzt kannst du hier mal ein bisschen Matsche-Patsche. Jetzt habe ich natürlich falschen Knopf ein bisschen gedrückt. Ja, ich ja eine Mund. Upgrades an dort erhalten. Truckliste anzeigen. Den Pay? Der Paley? Der Paley ist doch unser Kleiner, den wir noch zu Hause haben. Ne? Nee, den haben wir verkauft. Den Paler. Den Paler. Also ist jetzt wieder so eine Mod, die wir wieder irgendwo rumliegen lassen haben, weil wir natürlich den verkauft haben. Aber naja, gut. Dann ist es so. Oder? Wir haben den Western hatten wir noch behalten. Den Western haben wir behalten, den Paley haben wir ja verkauft. Ja, also ich. Ihr wisst ja, was ich meine. Hier sind wir schon losgewohnt und ach ja, meine Jüte, dann ist es so. Dann ist es so. Wir machen ganz entspannt. Ich mache heute wieder die Aufnahme am heutigen Tag. Vielleicht werde ich heute Abend nochmal die Aufnahme für morgen schon vorbereiten. Mal gucken, was noch so kommt. Ich würde sagen, nach dort und nach dort. Ich würde gern auf Wachturmsuche erstmal gehen. Klar, wir müssen dann noch alle anderen Wege auch noch absuchen. Weil Nebenwege heißt im Endeffekt auch, dass da ja noch Quests sein können. Wir kriegen ja vom Wachturm nur eine grobe Übersicht.
Eine grobe Übersicht und keine feste Übersicht in dem Sinne. Und deswegen kümmern wir uns jetzt nur so mal erstmal um die grobe Abdeckung. Und dann machen wir mit unserem Lodi nochmal eine maschenartigere Abdeckung. Also, dass wir mehr dann rumsuchen und schauen, wo, wie, was und Ananas. So, Hederbügel. So, Beobachtung starten. Ach du Heilige. Aber guck mal, Flusstieftauchen. Hier sind die ganzen Missionen. Wobei, die Holzplanken sehen wir hier. Hier sehen wir die Holzstation. Ja, jetzt klickt doch mal die Holzstation an. Nee, Holzstation, hallo. Warum kann ich die jetzt nicht aber anklicken? Die Lagerzone konnte ich doch. Na egal. Hier haben wir nochmal einen Scout-Tank-Auflieger. Hier haben wir eine Wartungszone für Bohr. Lange Brücke. Hier haben wir irgendwie auch nochmal irgendwie ein Ding. Ach, weißt du was? Hier lange Brücke. Lust tief tauchen. Ach du Heilige, haben wir viel zu reparieren. Aber ich würde sagen, wir fahren erstmal. So. Dann fahren wir jetzt. Da wäre es beinahe wieder gewesen. Schon wieder gleich die nächsten Dinge, wo wir rüberballert wären und boom. Ja, wir machen den ganz gemütlichen. Wir machen jetzt den ganz gemütlichen und dann werden wir dann weiter planen nach und nach. Na, natürlich fahre ich da rein. Schön schlammig. Geht denn das, wenn ihr so eine Blase am Fuß habt? Ich habe die gerade so fett am Hacken. Und das tut zwar, wenn du drauf fährst, aber es fühlt sich auch irgendwie gut an, wenn du das machst. So irgendwie. Hat dann gleichzeitig auch noch so richtig juckend und. Ah, ist so. Eieiei, was du am liebsten hast. Okay, da kommen wir jetzt von der Seite nicht ran. Ich würde jetzt aber trotzdem erstmal die Seite hier weiternehmen, die wir hier haben. Weil da können wir dann auf dem Rückweg oder sowas dann noch rumherum. Weil wir haben ja die lange Brücke, da müssen wir sozusagen da auch wieder aufbauen. Da können wir die eine Quest dann abgeben mit unserem Bohrturm-Ding. So, der Scouty. Guck mal, da ist ein Bambi. Da ist ein Bambi, den wir retten sollen. War wieder wahrscheinlich der Lollig, der durch die Gegend gefahren ist und sein Bambi dann stehen lassen. Aber meine Englisch Lollig bringt zumindest seine. Ach, ich hört sich auch wieder rein. Ich bringe zumindest meine Fahrzeuge rein. Was? Hört sich irgendwie doof an, wenn ich aus der dritten Person dann darüber rede. Das ist irgendwie reins. Sag mal. Ich fahre lieber die Seite, weil der Rest, der kommt da ja nicht so richtig hoch. Lieber hüpfe ich hier auf Stein, als da ein Matsch spielen zu spielen. Ach, das Wetter ist gerade so herrlich, sage ich euch, Leute. Ich liebe so ein Wetter. Ey, selbst das Arbeiten ist dann so. No prop. Das ist dann schon schön. Aber naja. Aber naja, warte mal. Dann gehen wir da rum. Jetzt ist aber auch cool. Morgen wieder arbeiten, einen Tag, dann wieder einen Tag frei, dann wieder einen Tag, aber wieder einen Tag frei. Das ist halt auch eine ganz angenehme Woche. Ist ja dann auch wirklich so, wo du dann mal wieder einen Tag frei hast. Dann geht das ja auch eigentlich immer wieder. Samstag ist ja auch nochmal eine Frühschicht. Das wird auch nochmal so. Ich hasse Frühschicht, mich ganz ehrlich. Ja, wenn nie wieder Wetter ist, dann kommst du da eigentlich auch noch ganz gut zur Rande. Aber Frühschüssen sind ätzend. Überhaupt nicht so meins. Naja, muss ja trotzdem getan werden, ne? Jetzt merke ich gerade, hat er mir eine ganz schön fiese Runde hier reingepackt. Ich sehe es ja gemeiner Weg. Ganz gemeiner Weg. So, die Frage, komme ich hier lang irgendwie? Natürlich habe ich den Weg genommen, der nicht sinnvoll war. Hätte ich ja drüben fahren sollen. Die Frage, ob ich da drüben hätte erfahren sollen. Weil da direkt durch ist, wäre auch nichts geworden. Das ist ja so eine richtige Matschepampe. Ich finde, da dreht da viel mehr durch, als wenn ich jetzt hier so ein bisschen auf dem Schnee lang versuche.
Und ja, ging ja trotzdem irgendwie. Irgendwie sind wir trotzdem durchgekommen. Und wir decken jetzt so weit den, wie gesagt, den Großraster erstmal auf und dann schauen wir alles weitere. Bist du denn schon wieder da? Ist wieder Magic. Blöde Matschepampe. Manchmal können wir über unsere Straßen schon zufrieden sein, wenn du dann diese Straßen ist. Aber wobei, für die Gelder, die du ja da auch in die Straßen investierst, sehen unsere Straßen eigentlich nicht dementsprechend aus. Ja, ich sehe. Nee. Dann machen wir hier lang. Offroad-mäßig finde ich den irgendwie besser, wenn wir den so ein bisschen über Stein da rumhetzen. Mag ich mehr. Mal fahren wir den Weg da hoch. Boah, ist das wieder jetzt Schlamm? Also wir haben nur ein Mühe, haben wir nur abgekürzt. Wir haben nur ein Mühe abgekürzt, aber es geht. Oh, hier gibt es wieder eine Aufgabe. Okay. Fahre mit deinem Auto in den See. Was? Hey, ich brauche Hilfe. Ich war gerade beim Angeln, als der Fluss angeschwollen ist, dass ich meinen Wagen zurücklassen musste. Kannst du ihn zurückbringen? So, was haben wir jetzt dann? Haben wir schon wieder einen Scout. Die Leute fahren hier alle Scouties. Die sind wahrscheinlich von mir. Die... Hä? Ach, das ist das hier, ja? Okay. Die sind alle... Die sind wahrscheinlich mit mir, Lollek, verwandt, weil... die nutzen alle einen Scout und verlieren den natürlich. Anstatt ein ordentliches Fahrzeug. So, dann zeige ich mal. Was haben wir denn? Du verhindert. Mal gucken, ob wir noch ein paar Quests schon sehen oder ob wir alles dann freischalten müssen. Aber wir können zumindest viel koordinierter langfahren. Was ist denn das? Das ist doch ein Flugfeld, oder? Stimmt, das ist dieses Dings, ne? Warte mal, wir fahren hier raus und dann fahren wir hier so ein bisschen herum. Also ich finde, ist dieses Gebiet eigentlich super interessant. Naja gut, dann fahr jetzt so rum. Ich finde das Gebiet wirklich super interessant. Kann man hier auch außen lang fahren? Ja, man kann. Oh, guck mal, da ist doch noch eine Quest. Oder? Nö. Nee, buddeln, aber vielleicht musst du da irgendwann mal was dann hinbringen oder sowas, keine Ahnung. So. Finde ich irgendwie besser der Weg, wenn wir den so jetzt fahren. Ups, habe ich jetzt übersehen. Ich weiß nicht, hier habe ich irgendwie mehr, besonders weil er jetzt erhöht ist, ist ja mehr Kontrolle darüber, als wenn ich den jetzt durch den Schlamm mal durchhudelte. Also, würde ich jetzt meinen, aus meiner nubischen Erfahrungssicht weiter. Das ist, dann können wir zumindest ein bisschen hin. Das Problem ist, er nimmt natürlich die alle wieder weg. Warte mal, den da durchwählen. Nee, lass mal hier hoch und da auf die Straße, bitte. Lass mal den Wisch da hochnehmen und auf der Straße, bitte. Da war eine Wurzel. Ich habe die nicht gesehen. Ja, von der Draufsicht wieder. Es ist schwierig, wenn du von hier oben drauf bist, dann... Egal. Damit ist es vorbei mit... Weil es sieht trotzdem noch super aus, das Auto. Wie es immer so ist. Das sieht doch noch ganz gut aus. Nicht mehr. Ob ich mich für Schnee oder für Matsch entscheide. Beides ist die Pest und Cholera an einem. Siehst du? Natürlich fahre ich, rutsche ich da natürlich rein. Ich rutsche natürlich da rein, weißt du? Das ist ja so ein... Ach. Haha. Haha. Wendepunkt gesetzt. Na los, komm. So, ich dachte, ich bin schon draußen. Aber weißt du was, das kriegst du jetzt auch noch hin, mein Kleiner. Das kriegst du jetzt auch noch hin. Komm, zieh.
fahren jetzt mit dem Bus. Das völlig ohne Frust. Dann gehen wir da hinten gucken, dass wir noch den nächsten Wachturm dann auch freischalten. Natürlich auch nochmal ein wunderbares Ding. Das ist der Flughafen hier, also Flugfeld. Richtiger Haar. Da steht sogar ein schönes Flugzeug. Und da ist nochmal ein Tanker. Könnt ihr jetzt querfeld rein oder aber wir fahren einmal fair außen herum und gucken mal dann, was hier war noch so schönes finden. Ist schon so ein bisschen kleines Städtchen hier, wa? Ich ein. Eine Airbase. Die Royal Airbase. Von Alaska. Upp, Vorsicht. Okay. Viele große Flächen. Viele sehr große Flächen. Okay, was haben wir denn hier Feines? Ich weiß, ich glaube, ich muss ja nicht rauffahren, aber... Bohrausrüstung, übergroße Frachtverbrauchsgüter. Ah, okay, es geht so. Ey, wir sind immer noch über 100.000, oder? Finde ich jetzt irgendwie interessant. So, fahren wir mal hier. Hier ist jetzt aber irgendwas mit einer Alpha-Wand. United States Navy. Haben wir da? Guck mal, hier kannst du wieder Reparaturteile kaufen, wa? Ey, genau. Nee, brauchen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt erstmal nur aufgestockt. Müssen wir jetzt aber nicht extra machen. Verstehen wir noch nicht, warum das nicht komplett durchgezogen ist damit. Mit den Betonmauern, wenn ihr das schon was macht, dann ist es doch viel sicherer. Guck mal. Gefunden. Neuen Anhänger. So, mal kurz wieder hier. Wie viel es von den Dingern gibt, das ist ja der Wahnsinn. Ja, und ich müsste den eigentlich mitnehmen. Ich weiß. Ja, sowas, vergiss es. Vergiss es, da fahre ich jetzt nicht durch. Ich fahre hier rum. Da durchfahren, das wäre jetzt ein totaler Nonfunk. Das hätte jetzt gar nichts gebracht. Warte, Vorsicht. So, gucken wir uns mal die Landebahn hier so ein bisschen an. Wuhu! Freiheit! Ja, der hört sich schon an wie so Propellerflug. Ich weiß, ich muss jetzt mal wahrscheinlich nicht mal lang, aber ich fahre einfach mal lang. Ich glaube, der Weg hier ist da, wo wir dann unten gewesen sind. Wenn wir hier nochmal aufs Flugfeld raufgekommen, was du immer in den Filmen siehst, wo sie dann immer abheben. Und dann läuft da irgendwie einer auf der Bahn. Oh, kommt der her, damit haben wir nicht gerechnet. So in dem Dreh. So, sind wir einmal abgeflogen. Ach, abgeflogen. Und sind wir einmal abgeflogen. Dies ist es wieder. Dies ist es wieder. Oder ihr so recht. Oder ihr so recht. Uiuiui. Oh, meine Maus habe ich vergessen wieder. Na, klick doch mal jetzt rein, Mann. Manchmal ist komisch. So. Den da holen wir uns jetzt als nächstes. Du hast ja hier noch in der Stadt was, ne? Bestimmt hast du ja auch noch einiges an Quests. Aber eigentlich auch egal, weil wir in die Richtung eh wieder müssen. Da müssen wir eh dann. Also ich würde hier erstmal kurz hochpuppen. Hier erstmal kurz hochpuppen. Und, kurz ist gut. Also da erstmal hoch machen. Und dann gehen wir in die Stadt rein und gucken uns da um. Kurz ist immer gut, ne? Bei meiner Art, wie ich die Wege abnehme und alles und mich hin und her schuggle und immer die falschen Gänge nehme, könnte das schon ein wenig schwerwiegender werden. Lal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 
Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwas liegt, wenn er. Doch. Ich sag doch, da liegt was. Ich hab dich entdeckt. Du entkommst mir nicht. Auf zum Atem. Ne, den holen wir uns jetzt und dann passt das. Das müssen wir hier aber packen. Das ist ja wieder Stein. Das sei denn, ich roll natürlich auf einen großen Stein drauf. Dann bin ich am Töffels wieder mal. Wobei der aber mit der Erhöhung schon wesentlich angenehmer das macht alles. So, noch ein Upgrade-Standort. Aktivierbarer Allradantrieb für den Freightliner 114 SD. Freightliner 114 SD. Okay, gut. So, wir müssen nochmal hier zurück und dann da rum. Kommen wir von da nach. Warte mal. Nach da und dann da rein irgendwie. La 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 la. La 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 la. Wir fahren jetzt rückwärts durch die Bucht. Das ist voll die Wucht. La 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 la. Ja, ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Eigentlich ist das dämlich, was ich jetzt hier gerade mache. Du musst noch ein Stück rum. Wenn ich pflanze ich aufs Boden, dann machen wir ein Bootauto oder Autoboot. Was wir dann anfangen, durch die Evolution der Kombination von einem Auto und einem Boot, wie sie sich weiter paaren. Nein, Spaß, haben wir jetzt aufgedacht. Das ist schon wieder so. Das ist so. Nee. Lassen wir, glaube ich, lieber. Schalten wir den Gang wieder um. Genau, schalten wir den Gang zurück und dann ab jetzt nach oben zum Wachturm. Immerhin haben wir da nochmal Upgrades mitentdeckt. Immerhin haben wir nochmal Upgrades mitentdeckt. Das ist immer ganz wichtig. Der Weg ist verschwunden. Wer hat den Weg geklaut? So. So, so, so. Hier hoch, ja? Ah, okay. Ein bisschen um die Ecke linsen und schon siehst du den Ort, wo du hin musst. Ich weiß, ich hätte jetzt, glaube ich, auch direkt dazu fahren können, aber der Weg hier ist eigentlich ganz praktikabel. Können wir den ja auch jetzt durchfahren und dann sehen wir ja gleich, wie der Teil der Karte dann wieder auch aussieht. So, Upgrade. Oh. Du, 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 du. Und das Flugfeld. Wo hast du jetzt den Upgrade entdeckt? Da hinten, oder? Ja, nee, ist klar, wa? Das Problem ist, da müssen wir wirklich da direkt durchfahren. Weil, dann will ich lieber den Upgrade. Also ich muss jetzt nicht alle Dinger da entdecken. Damit wichtig ist, dass wir die. Shit. Jetzt habe ich mich vorne drin gerammelt. Ich habe das Ding nicht richtig erkannt. Shit, bin Cloister. Naja, jetzt haben wir vorne wieder unsere praktikable Delle drin. Und dann geht das. So. Nächsten Upgrade. Ah, die nehmen wir alle gleich mit. Na, guck mal, ich bin jetzt dann hier. Dann bringt es mir ja nicht da nochmal wieder hin und zurück. Zumal es nur ein Upgrade ist. Nur für einen einzelnen Upgrade mache ich das dann nicht. Dann kann ich gleich das nutzen. Da wollen wir uns ja hier schon gut durch die Gegend bewegen. Ich überlege nur, ob ich dann den Weg danach weiterfahre und dann über das Flugfeld rushe. Also mal hier durch. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Aber naja, gut. Man weiß ja immer, ne? Dahinter bist du. Schidikowski. Ich habe den jetzt überhaupt nicht gesehen. Oh, von oben ran.
Federung Truck Freightliner. Was ist denn der Den haben wir aber nicht, ne? Den sogenannten Freightliner haben wir nicht, ne? Kommen wir hier irgendwie schnell aufs Flugfeld? Ich glaube, schnell kommen wir hier nirgendwo rauf, oder? Ich bin schon Stücke weg vom Flugfeld. Jetzt da. Weißt du was? Fahren wir jetzt einmal rum und dann haben wir das. Einfach rumfahren, dann passt das schon. Der Weg geht jetzt hier eigentlich. Sei ruhig. Weg, gebe mir meine Zustimmung, bitte. Sag, dass der Weg geht. Ja, sehr schön. Passt, dann haben wir nämlich jetzt auch. Wir sind wieder ein Stück näher an den wichtigsten Sachen. Erstmal das Erfüllen des Findens. Die Quest kann man dann nachher dann immer noch alle gut erledigen. Und von hier aus könnten wir jetzt sagen, wäre es passend. Ja. Ja, pass mal auf, dann machen wir das. So, dass wir uns hier hin begeben. Darum brauche ich jetzt nicht unbedingt hinrushen, ne? Soko Trucks. Soko Trucks? Ah, ich glaube, da wird irgendwas sein von der Quest. Hier ist eine Werkstatt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die holen wir auf jeden Fall noch in der Folge. Ist da einfach eine Werkstatt? Das finde ich jetzt mal abgöttisch gut. Das finde ich ja jetzt mal abgöttisch gut. Auch wenn so mittendrin liegt und so. Aber eine Werkstatt wäre sozusagen hier vor Ort erreichbar. So. Leuchtet hell Sonnenschein. War jetzt irgendwie so leicht provoziert ein bisschen. Oh, da ist nochmal Lagerzone. Was bist du jetzt hier? Ah, okay, ich glaube bestimmt für irgendeiner der wichtigen großen Quests, glaube ich. Ja, was haben wir hier? Ist hier noch eine Quest? Da ist nichts weiter. Da ist nichts weiter, aber da haben wir eine Quest. Schön Judentorsch. Was haben wir denn hier für mich zu tun? Zuko-Trucks. So wie es aussieht, wollte wieder jemand unsere Pipeline anzapfen. Unsere Security ist da dran. Tapfer bisher im Dunkeln. Die Täter haben allerdings einen Anhänger zurückgelassen. Könntest du ihn hierher bringen? Tankauflieger ist ein Auflieger, also müsste ich dann sozusagen mit einem von unserem da ran und dann passt das. Aber das geht eigentlich. Ey, guck dir das mal an, wie weit wir das schon wieder alles aufgedeckt haben, ne? Holy Macaroli, ist das wieder weit aufgedeckt. Wenn ich jetzt einfach da lang fahre, geht das auch. Oh, Vorsicht. Vorsicht! Wir werden das schon schaffen. Ja, schön. Machen wir noch die Werkstatt auf und dann können wir für heute eine kleine Verabschiedung machen. Dann war das wieder eine ganz entdeckungsfreudige Runde. Wir haben ja wieder ein bisschen was rausgefunden. Und hier können wir dann einmal mal die Werkstatt öffnen. Ja, guten Tag da höher. Eine neue Werkstatt muss höher. Werkstatt entdeckt. Sehr schön. Ich fahre hier aber trotzdem einmal rum. Gucken, ob hier noch trotzdem irgendwas ist. Man weiß ja nie, ob sie nicht hier noch irgendwo was versteckt haben. Eine kleine Quest oder irgendwas in der Art. Hier hast du nur den Anhängershop, das ist ja klar. Können wir von oben mal drauf gucken. Also hier sieht es jetzt da nichts. Da ist jetzt auch nichts weiter. Da ist jetzt nichts weiter. Okay, Lala Dockley, meine Güte. In der nächsten Folge können wir dann sozusagen das Ding hier auf jeden Fall nochmal gleich entdecken. Weißt du was? Damit wir das hier einmal fertig haben,
Wenn wir das wenigstens immer fertig haben. Wir sind bei 31 Minuten, das passt schon. Wir nehmen das Ding einmal noch mit und dann sind wir ready. Dann sind wir ready. Warte mal, du fährst jetzt. Wieso fährst du denn da raus? Nimm mal den da weg. Danke dir. Fährst raus nach links und das Ding entdecken wir jetzt noch schön. Das Ding jetzt einmal nochmal schnell entdecken und dann haben wir nämlich das auch freigeschaltet. Wir haben hier ein bisschen für uns ein bisschen mehr entdeckt und ich finde, das ist schon gar nicht so schlecht. Ist gar nicht schlecht, wenn wir das Ding jetzt aufdecken. Dann haben wir da nämlich auch schon unser Ziel, was wir da machen sollen, was wir da bekommen. Vielleicht ist ja hier auch nochmal irgendwie eine Quest, aber zumindest sehen wir, was wir hier benötigen. Und dann haben wir hier auch eine Kleinigkeit. Ja, sehr schön. Ersatzteile. Ah, okay. Hier kriegst du in dem Sinne nur Ersatzteile. Aber ey, bin ich ja gut von der Möglichkeit, wie wir das jetzt erkundet haben. Hier liegt noch was Interessantes. Da bestimmt wieder irgendwas. Sag mal, da liegt ein Auto. Da ist ein Auto. Da ist ein Auto. Ja, da ist ein Auto. Da in der Nähe. Nein, nimm mal. Aha, so. Sehr schön. Aber, meine Damen und Herren, dann haben wir das heute auch geschafft. Dann haben wir hier schon einen kleinen Teil wieder aufgedeckt. Also voraufgedeckt. Komplett aufdecken geht es ja erst, wenn wir dann wirklich da lang fahren. Hier könnte dann aber auch wieder was versteckt sein, ne? Ja, ja. Dieses. Aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns von hier aus da hinten einmal hier begeben und uns das kurz angucken. Wir werden zurückfahren hier lang dann. Fahren dann bis hier hoch. Decken das dann auch nochmal auf. Und können ja dann gucken, ob wir hier vielleicht noch hochfahren und dann ab da hoch und den letzten Wachturm hier machen. Und dann haben wir die Karte erstmal zumindest visuell einmal aufgedeckt. Dann haben wir keine schwarzen Flecken mehr. Den Rest, Nebel des Krieges müssen wir dann sozusagen noch freischalten. Oder ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles eigentlich Gute bis dahin. Tschüss.